Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Vielleicht fragt ihr euch, Fahrradladen, warum ist eigentlich so eine Feier? Als ich Henrik 2013 kennenlernte, hat er gesagt, ich will den Sohl nach Hamburg beim Radfahren bringen. Und Sohl ist auch eines der Worte, die Henrik am meisten benutzt, wenn man ihn fragt, was bedeutet Radfahren. Es sind die beiden Profis, Andreas Schillinger und Michael Schwarzmann, da. Und ich freue mich ganz, ganz besonders, dass die beiden hier sind und die schreiben Autogrammkarten. Das ist mindestens ein Applaus hier. Denn wir haben heute die Siegerehrung vom Specialized Cup. Der Specialized Cup ist eins der Anliegen von Henrik. Das Rennradfahren ist in Holstein zu unterstützen. Und das heißt also, die beiden haben da noch einen großen Auftritt und überreichen dann die Gutscheine von uns und die Urkunden. Kush still praying to some, it's like I'm criminal minded like KRS-One where we first started. I'm the only artist and do this shit regardless to bounce. We bounce to this, searching for the lifestyle, ignorant bliss. We rock stars with a brainless bitch. If you wanna party, then let's go. Got the best dro, concentration low. We cruising, windows down, playing Joe. And a bit of J. Cole, rest in peace, Nate Dogg. We gon' lay low, yeah. Alle bis ohne Helfer, ohne freiwillige Helfer. Findet so ein Radrennen statt. Deswegen bitte ich mal Mike zu mir, Mike Seidel. Mike, ich weiß, wie Sie auch durchgemacht haben. Nicht nur alleine. Leute, denkt dran, wir brauchen ganz, ganz dringend Hilfe bei der Organisation. Wir brauchen ganz, ganz dringend Hilfe bei den Kommissären, damit der Mike noch ein bisschen älter wird, als er jetzt ohne schon ist. Die Haare werden schon langsam grau. Also Mike, das hast du prima gemacht. Vielen Dank für die Organisation. Ich habe mit 14 Jahren angefangen Rennen zu fahren. Mein erstes Rennen war Mountainbike-Rennen. Dann ging es auf die Straße, weil mein Vater früher auch Straßenrennen gefahren ist. Und ich bin eigentlich in einem Radsportgeschäft groß geworden. Bei mir war es so, dass in der Nachbarschaft jemand eingezogen ist, der hatte einen Radladen. Okay. Und so ging das peu à peu. Ich war nicht. Nee, das war woanders. Und der hat mich sehr gefördert und ja. Wow. Also bei beiden die Quelle eines Radladens und die Ursache dafür, dass ihr Fahrrad fahrt. Was für ein Zufall, ihr seid bei einem Radladen. Aus meiner Sicht ist es schwer, bei sich von zu Hause so mitbekommen. Wird immer schwieriger, auch für andere Sportarten Jugendliche zu bekommen und dann zu fördern. Was es da für eine Lösung geben kann, dass sowas besser wird, bin ich leider überfragt. Ich habe eine, nämlich die Präsenz, die ihr hier zeigt, mit dem Herz und mit der Seele, mit der ihr die Urkunden überreicht habt. Ich meine, habt ihr gesehen, wie die Lütten euch angucken? Darum geht's. Just holding, that's why I live each moment like it's golden. I'm stuck in the moment, it's true.